geschafft, Leute. Wir haben Fatal Icon gewonnen, Alter. Jawohl, Leute, Alter, 4-0 im Hinspiel. Was geht hier ab, ey? Wir haben so gut gespielt. Ich war zu 100% konzentriert, Alter. Garincha macht im Finale den Hattrick. Ich glaub es nicht. Der Spieler, den Stefan und ich am meisten verflucht haben in dieser Mannschaft. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zur ersten United Future Folge. Genau, es geht wieder los. Wir sind hyped. Ich hoffe, ihr seid auch hyped. Erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Dieses Jahr steht das Turnier unter dem Motto Future. Future Stars. Future. Das heißt Zukunft. Das heißt, wir sind in der Zukunft. Also Spieler, die rasieren werden. Und da gilt es bis zum Alter 23. Und hier im Hintergrund seht ihr auch schon direkt alle Teilnehmer des Turniers. Habt ihr wahrscheinlich schon bei den meisten gesehen. Wir haben Kamavinga. Wir haben ein paar neue Gesichter am Start. Solution hier mit Azoboslai. Wir haben Eli dabei, wir haben Sydney dabei, Smaxi und. Also einige coole Karten auf jeden Fall am Start, ne? Und wir haben diesmal wieder was ganz Wichtiges, Leute. Was ist das denn, Stefan? Genau, nee, das ist das Community-Upgrade. Also, Freunde, wir brauchen jetzt euch. Wir brauchen euren Support, denn das Community-Upgrade ist das Wichtigste. Wir brauchen euren Support. Lasst einfach einen Daumen nach oben auf diesem Video, wenn ihr uns supporten wollt. Denn bei dem Community Upgrade ist das irgendwie so ein Ding mit dem View-Verhältnis zu den Like-Verhältnissen. Auf jeden Fall das Wichtigste ist, je mehr Likes, desto besser. Deswegen nehmt euch kurz die Sekunde, drückt einmal kurz auf den Like-Button und dann können wir hoffentlich einen Spieler von uns upgraden. 50.000 Likes, 50.000. Macht doch 100.000 oder 200, ey. Warum so geizig, Leute? Komm, macht mal jetzt. Macht einfach mehr Likes als Views. Ja, ganz easy. Ja, zum Regelwerk. Was sollen wir denn großartig sagen, Leute? Das kennt ihr wahrscheinlich die meisten. Tor durch Starspieler 100k, jedes weitere 50 und könnt ihr euch alles gerne mal durchlesen. Es wird gestartet mit einem Silberteam. Wir haben maximal 2 Icons dürfen wir im Team haben, 3 SBC-Karten und. Am Ende der Folge könnt ihr mal einen Spieler auswählen. Wir wählen den zweiten aus. Also übliches Prinzip wie auch die letzten Monate, Jahre bei den ganzen Turnieren, Leute. Es ist halt allerdings diesmal neu, dass man 6 Teambaufolgen hat statt 5, weil man in der 6. Folge noch seine Bank 2 Spieler auswählen kann, die ab der 45. rein kann. Ist eigentlich ganz cool. Und diesmal darf keiner auch den Spieler des anderen nehmen. Also wir könnten bei uns zum Beispiel keinen Mbappé einbauen und keinen anderen Spieler, den die anderen Jungs haben. Ne? Ist eigentlich ganz cool, weil sonst hat man jetzt immer jedes Jahr fast dieselben Spieler gesehen. Und diesmal wird es dann nicht Ben Yedda, letztes Jahr. Dieses Mal Ben Yedda. Ja. Okay, also hier seht ihr den Ablaufplan. Das Ganze geht über 2 Monate, also schon ordentliche Zeit, die wir hier zusammen verbringen werden. Ja, hier könnt ihr es nochmal im Hintergrund sehen, wie was hier abläuft. Und der Ennick kann jetzt gerne mal was zu unserem Team erzählen. Ja, das ist nämlich gebaut. Seht ihr. Das kann eigentlich gar nichts werden. Ich habe Team gebaut, Squadbuilder Meister, Leute. Das ist unser Team, Leute. Hier seht ihr Kamavinga. Ist ja mehr der zentrale Spieler, deshalb werden wir den in den Teambaufolgen ein bisschen weiter vorne spielen lassen. Da muss er Tore machen, damit wir unser Team upgraden können. Sonst haben wir viele schnelle Spieler am Start. Wir haben hier Bebou, der natürlich in-game in Sturm reinkommt. Wir haben hier eine geile Innenverteidigung, Außenverteidigung. Also schön. Schnelle Spieler, Torwart, der 2 Meter groß ist. Und da werden wir uns Schritt für Schritt die Spieler erarbeiten und auf jeden Fall am hoffentlich geile Ende Upgrades packen, reinpacken. Genau, zeig mal noch den Statproof da. Ach ja, genau, Statproof, Leute. Hier, Statproof, machen wir einfach mal bei dem. Ah, geil. So, zack, könnt ihr sehen, 0 Spiele. Also am Ende der Folge hat der Spieler immer 2 Spiele mehr. Hier, Kamavinga, 0. Dann haben wir hier 0. Also, ja, und am Ende der Folge werden die Spieler 2 Spiele haben. Ja, wir spielen mit in Division 7, ne? Und dann würde ich sagen, nimmt den Like-Button auseinander für das Community-Upgrade. Und dann würde ich sagen, wir starten rein in unser erstes Game. Let's go! Gehen wir rein ins erste Game. Let's go! Come on! 100er Chemie.
Nice. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall gleich beim Statproof schon mal 3 Spiele safe. So, nächster Gegner gefunden. 100 Alchemie, let's go. Oha, Gomez, Van Dijk, Auber, aber sehr offensiv. Aguero, Sterling, ein bisschen besser als unser Team. Aber wir haben unseren Future-Star. Let's go. Ja, der Junge muss jetzt dringend nach vorne. Wir müssen auf jeden Fall einmal umstellen. Ich bin mal gespannt, wie die spielen werden, ne, die Silberspieler. Ich habe dieses Jahr noch kein einziges Mal mit Silberspielern gespielt. Aber So hat auf jeden Fall Bock. Also seine Spieler sind auf jeden Fall scheiße schnell. Und der geht durch die Beine. Der geht durch. Das ist ein wichtiges Zweikampfduell. Geht dran! Also ich glaube, der Gegner mit dem ist nicht zu spaßen. Aber gegen Van Dijk kann man schon mal in ein Laufduell gehen. Jawohl. Kamavinga! 1-0, die ersten 100k. Skillful ist er nicht. Schießen kann er. Eigentlich müssten die Gegner komplett lost sein in Division 7. Mit so einem Team vor allen Dingen. Ein bisschen reingegrindet hat er wahrscheinlich schon, oder? Das eine oder andere Pack geöffnet. Aber man muss immer aufpassen, weil seine Spieler sind halt mega krass, ne? Und wir haben schnelle Männer vorne. Das ist Wissa. Wissa, Junge. Wir dürfen aber auch nicht alles über Kamavinga machen. Ja, weil sonst ist das viel zu einfach für den Gegner zu lesen. Kamavinga bringt die Ecke rein. Dicker. Dicker, mach ihn doch. Boah, diese Silberspieler und die Pässe, ne? Nein. Minus 50k. Schwer zu verteidigen. Das sind so Brocken da hinten drin. Ich muss sagen, der Gegner ist nicht schlecht, aber... Jawohl, ist ein guter Ball. Ist kein guter Ball. Also leicht ist es nicht. Aber Bibu geht jetzt mal. Bisschen Platz. Bisschen verzögern. Kamavinga. Let's go. Das ist das 2:1. 150k. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr kombinieren. Weil Kamavinga ist nicht der Spieler, mit dem man so viel alleine machen kann. Er ist eher dieser ZDM. Also so schlecht ist der Gegner nicht. Ich würde sagen, eher so Division 3 oder sowas. Der schwitzt da schon um sein Leben, glaube ich. Jetzt aber Kamavinga. Das ist einer zu viel. Das ist einer zu viel. Und der macht die Skills halt viel zu langsam, ne? Nein, nein, Torwart ist da. Erste Halbzeit ist vorbei. 2:1 nur. Viel zu wenig. Okay, zweite Hälfte, let's go. Wir brauchen noch ein paar Buden. Es ist, glaube ich, auch echt egal, mit wem wir die Tore machen. Komm, Wissa. Ja, der Ball ist gut. Der Ball, die kommen einfach nicht. Und der zieht wieder durch. Der zieht wieder durch. Guck dir das an. So schlecht ist der Typ nicht. Der Typ ist nicht so schlecht. Der kann schon was am Controller. Der kann Torwart. Torwart, Junge. Oh, da ist jetzt mal ein bisschen Platz. Renn einfach die Linie. Esubi, ich weiß nicht, wer du bist, aber mach's. Deiner? Super. Weiß nicht, wer Kamavinga ist. Das ist Kamavinga. Oh mein Gott, der kann einfach nicht schießen. Ja, bitte. Der verhungert mal wieder. Boah. Alter. Alter, jetzt aber. Bitte. Wer geht mit? Da oben geht einer mit. Ja. Komm, jetzt Kamavinga. Let's go. Komm schon. 3:1, hier geht noch was. Hier geht noch was. Wichtig, dass er den jetzt gemacht hat. Ich glaube, der ist besoffen, Alter. Müssen wir nutzen. Müssen wir nutzen, Kamavinga. Bibu! Jungs! Schlechten Tag erwischt. Komm dran. Jawohl. Den müssen wir sweaten. Den müssen wir sweaten. Den sweaten wir nicht. Was ist das denn? Ich habe das Team nicht gebaut. Da unten steht aber einer. Den legen wir nochmal rüber. Bibu. Bibu macht das Ding. 4:1. Wir sind jetzt bei... Ich weiß nicht, wie viel Münzen. Ja. Geh doch! Alter, ist das ein Holzfuß! Ja, jetzt aber. Kamavinga. Kamavinga, der Gegner spielt gerade gut mit. Der lässt uns, der lässt uns. Guter Mann, 400k. Vierte Bude von Kamavinga. Komm, Kamavinga, geh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Kamavinga! Ja, der Gegner jetzt in der zweiten Hälfte gegen Ende leiert der aber schon ein bisschen rum. Gut für uns. Kamavinga, komm. Mit der Ballrolle. Ganz stark. Ganz stark im Abschluss. Und jetzt sind wir schon bei 600k. Kann uns keiner nehmen. Das will ich von René gleich auch sehen. Rillepeter, Junge. Komm, 2 Minuten Nachspielzeit. Wohin passt du den Ball? Nein, 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 nein. Nein, wie unnötig! Wohin passt er? Wir sind bei 550? Kriegen wir? Wir kriegen keinen mehr.
Egal, wir gewinnen mit 7 zu 2. Es geht voll klar fürs erste Game. Man muss erstmal reinkommen mit den Silberspielern. Ich sag's euch, das ist so eine Umgewöhnung von Eusebio R9 zu Silberspielern. Aber ich bin zufrieden, wir gehen rein mit 7-2. Erne holt jetzt die nächsten Münzen, geht ins nächste Game rein. Kamavinga insgesamt 6 Tore. Ich muss sagen, er ist absolut kein Stürmer. Aber er macht die Dinger trotzdem. Okay, dann let's go, Erne. So, Leute, jetzt bin ich dran. Wir haben... Bruder, was hat der für ein Team? Fünferkette, der ist richtig motiviert. Eieiei, Vieira, Del Piero, Auba, Pogba, Mokba. Super, Leute. Es geht rein ins nächste Game. Stefan hat 550.000 Münzen gesichert. Wir müssen jetzt hier noch einen drauflegen. Wir wollen die Millionen, Leute. Let's go. So, da haben wir ihn. Kamavinga Basinga. Erstes Spiel mit ihm. Ich habe den noch nie vorher getestet. Aber der wird schon abgehen, Leute. Der wird abgehen. Da oben haben wir noch Bebu. Bebu, Ilas. Was war das denn für ein Trick? 1-0, jawohl. Die ersten 50.000 Münzen. Das war ein neuer 7-Sterne-Skill. Habt ihr den gesehen? Ach, geil. Basinga, Kamavinga. Oder, uff. Was ist das ein Tier, ey? Becker, Becker. Junge, Basinga soll die Tore machen, nicht Bebu, Alter. Na. Ah. Da, geht er. Kamavinga, Basinga. Basinga. Halt, stopp! Alter, wer stellt den Torwart noch, Mann? Der ist richtig motiviert. Der gönnt uns keine Points und Moins. Und? Junge. Oder der Gegner ist gut. Was machst du in Division 7, Alter? So ein Schwitzer. Schön, schön gesehen. Auf Becker, Becker. Basinga. Basinga. Ey. Hallo? Was ist das denn? Ey. Oh mein Gott, Digga. Was hab ich hier für einen Brocken abbekommen? Da läuft er. Yalla, yalla, yalla. Basinga. Ey, den muss der machen, Mann. Da. Schön. Bruder, wisst ihr, wann ich gedrückt habe? Wann ich gedrückt habe? Da. Kamavinga! Let's go, Junge! Let's go! Erstes Tor von ihm. 100.000 Münzen auf Nacken. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh mein... Nein, nein. Wichtige Geräte. Nein, Bruder, was passiert hier? Ey, ey, ey. Torwart? Ey, nein. Bruder. Ah. Konter, 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 Bebu. De Kumia, Bebu. Und jetzt schick ihn. Basinga. Jawohl, Junge. Jawohl, easy. Let's go. 3-0. Nein, bleib drin. Ey, wehe, der geht jetzt raus. Bleib doch drin, Bruder. Bleib doch drin. Bleib doch drin, Mann. Ey, 3-0 und Ragequit, Leute. 2 Tore hat Kamavinga gemacht. Das heißt, warte mal. 2 Tore sind 200.000 Münzen. Ein normaler Spieler, 250.000 und Rage. Also haben wir 1 Million Münzen geschafft. Let's go. So, ich zeige euch das eben hier im Schnelldurchlauf. Ganz easy, damit ihr auch sehen könnt. Gleich Statproof, Matproof. Also die Spieler müssten jetzt alle genau 3 Spiele haben. Und dann haben wir somit unser nächstes Spiel gewonnen. Jawohl, 2 wichtige Punkte. Ja, guck mal hier, zack, zack. Ich muss im Schnelldurchlauf hier, Schnelldurchlauf. Zack, zack, Schnelldurchlauf. Schnell, 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 schnell. Mein Gott, Alter, wie lange dauert die Scheiße hier? Ey, meine Güte, Alter. Hier, Rivals. Bruder, dauert das Jahre, die Scheiße hier. So, guck mal hier, Statproof, 3 Spiele. Was wollt ihr denn? 3 Spiele hier. Kamavinga auch. 3 Spiele. 3 Spiele. Zack, hier, 0-3-3-3-3. Let's go. Also 1 Million Münzen haben wir, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt bei den Player Picks wieder, wo ihr entscheiden könnt, welcher Spieler zuerst in unser Team kommt. Bis gleich. So, Freunde, die Spiele sind vorbei. Wir haben gute Münzen eingefahren, insgesamt 1 Million. Heißt, wir können euch jetzt dicke, fette Upgrades bieten. Ihr seht jetzt hier die Spieler zur Auswahl. Insgesamt gibt es 5 Stück. Ihr könnt euch jetzt ganz einfach für einen von diesen entscheiden. Das ist jetzt eure Wahl. Schaut mal in die Kommentare, da schreiben wir die jeweiligen Namen rein und ihr müsst dann hochliken, auf welchen Spieler ihr Bock habt, denn es gibt leider keine Abstimmung mehr bei YouTube. Ja. Genau, Leute, stimmt einfach ab. Schreibt den Spieler auch gerne in die Kommentare rein, den ihr sehen wollt. Wir sagen jetzt nichts zu den Spielern, ne, damit ihr alles selber entscheiden könnt. Lasst, wie gesagt, den Daumen nach oben dafür, das Community Upgrade, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb zerstört das Video hier und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Wir haben, glaube ich, jetzt als einer der letzten hochgeladen. Ne? Aber das Beste immer. Kommt zum Beste. Schluss. Ja, das Beste kommt zum klar. Schluss. Wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao. Ciao.